Wir sind hier in der Baldenweger Villa, einer Außenstation der Universität Freiburg. Wir sind gelegen in der Nähe von Stegen, Stegen-Wittental, sehr schön an dem Hang, Südhang, mit Versuchswald im Hintergrund und so einer großen parkartigen Fläche mit Wiesen und lockerem Baumbestand. Diese Villa dient jetzt als Sitz der Professur für Forstentomologie und Waldschutz. Wir machen hier Forschung zu Borkenkäfern und wir versuchen, die Biologie der Arten besser zu verstehen, um sie eventuell besser managen zu können. Wir sind auch sehr stark in der Lehre auf der Universität auch eingebunden, wo es um die Artenvielfalt geht. Unsere Idee war hier, diese parkartigen Flächen umzugestalten und ganz viele neue Biotope anzulegen und die Studierenden selbst anzuregen, da mitzuarbeiten, um einfach ihnen selbst, den Studierenden, aber auch der Bevölkerung hier in der Umgebung zu zeigen, was ist eigentlich möglich im eigenen Garten, wie kann man Artenvielfalt erhalten und wieder zum Leben erwecken. Es sind ja viele von uns in so einer Art Lethargie, Ohnmacht, was kann ich eigentlich tun? Ich weiß, es geht bergab, aber was kann ich tun? Und hier, wir haben eine Gruppe von 180 Studierenden, die hier mitarbeiten und einfach das Gefühl haben, ja, ich kann ja doch etwas bewegen. Und wenn sich das noch mehr verbreitet, dann, ich glaube, dann haben wir das Problem auch nicht mehr.